ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, liegen hier Teile vom Weihnachtsbaum. Und zwar ist es unser erster künstlicher Weihnachtsbaum, aber der sieht so echt aus, das ist unglaublich. Die werden immer, immer besser. Ja, wir haben uns dieses Jahr entschieden, uns mal einen unechten Baum zu kaufen. Denn wenn man sich so die Preise ansieht, normalerweise bin ich immer so der Typ, ich mag lieber einen echten Baum, der Geruch von Tanne und so weiter und so fort. Aber wenn man sich die Preise anschaut, wenn sie jedes Jahr um 5 bis 10 Euro steigen und so weiter und so fort, also das ist jetzt auch, wir sind eine fünfköpfige Familie, also ich glaube, das muss jetzt auch nicht mehr sein. Und wie toll die heute aussehen, und da kann man sich ja auf vieles Verschiedene einfallen lassen. Es gibt ja auch so Tannenduftstäbe, die man sich in den Baum reinhängen kann, aber ich habe sowieso immer Weihnachtsöle, die ich im Haus anbrennen habe. Also bei mir riecht es genug immer nach Weihnachten. Und ja, und hier könnt ihr sehen, wie halt der Igor den zusammengesteckt hat und geschraubt hat. Und hier werden wir die Äste auseinander machen. Und ich habe dann einfach die einzelnen Äste auch noch auseinander gemacht. Und die sind so toll. Also wenn ihr Interesse habt oder auch mal drüber nachgedacht habt, ja, werde ich euch den Baum unten in der Infobox verlinken. Aber der sieht wirklich, wirklich toll aus. Ist ganz einfach aufzubauen. Und ja, und hier seht ihr schon den Abend. Wir alle in unserem Weihnachtsdress, sage ich mal. Igor trägt jetzt Jogginghosen, Weihnachtsjogginghosen. Vom Lidl haben wir die gekauft. Jamie und Kobe haben ihre Weihnachtsschlafanzüge an. Ich habe den Weihnachtsjogginganzug auch vom Lidl. Ja, und das machen wir immer als Familie. Bei uns gilt, Weihnachtsbaum wird zusammen dekoriert und nicht separat. Und das ist uns auch wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, und ich komme hier dran. Ich auch. Okay, stimmt. Bist ja fast so groß wie ich. Und wenn ich so weiter wachse, dann komme ich auch an die Spitze. Ja, bitte nicht. Bin ich gut? Ja, ich bin super. Du bist super. Oh, das ist super. Super Daddy, gemacht. Kann ja. Kann ich den Stern drauf machen? Das machen wir später, ne? Wow, toll ist das. Mama, komm mit. Okay, also. Das machst du mal mit. Ja. Guck. Und da. Mhm. Ah, hier. Mhm. Guck. Ah. Guck. Das soll dieses Hochding sein. Ja, das stimmt. Dann kannst du den aufhängen und den behalte ich dann. Kann ich so. Den kann man dann irgendwo reinlegen. Ja, komm. Ich will den Vogel auf. Oh, einfach. Ich will den Garten. Die haben wir meistens oben gemacht, Heli, ne? Da kannst du da. Wenn du da drin hinkommst. Oder da kannst du auch. Da ist auch gut. Da ist auch gut. Ich mach hier. Genau.
Er macht so. Wirklich alt. Mach Tschi-Tschi-Tschi. Die waren mal sehr modern früher. Mama. Wir haben die früher gelebt. Ja, Mama, ich bin kein Schumbett. Jimmy, wollen wir das nebeneinander machen? Und Buh! Buh! Ja, das war vorhin. Dann, ich mach mal so unten drunter einfach. Ah, nee, da. Ja, dann halt das gut. Das gut? Super. Also, Kleine. Guck da. Ja, super sehr gemacht. Schön gemacht. Guck mal, ey, da ist die Bedenken jetzt auch. Und? Sag mal. Super. Ja, versuch's. Die ist noch mal liegt hier. Und ich hab sie noch gerade auf. Nee, das ist, weil das weiß Glas ist, du bist lieber zum Kuchen, bist du weiter weg. Ja, jetzt kann er auch stehen. Wieso? Weil du vorsichtiger bist und älter bist. Ja. Ja, kannst du die vorsichtig dann auch? So wie ihr sehen könnt, bei uns ist das immer sehr, sehr lebendig mit dem Schmücken. Aber es ist toll, wir reden zusammen, wir lachen zusammen. Und ja, und die Haley hat auch gerade ihren Schlafanzug angezogen gehabt, deswegen habt ihr sie vorher nicht gesehen. Aber ich liebe es, es ist immer schön mit meinen Kindern und meinem Mann den Baum zu schmücken. Es ist einfach ein Familiending und jedes Jahr kommen Erinnerungen dran, ja, die wir halt auch vom Kindergarten haben noch, von der Haley, vom Jamie und vom Kobe. Und ja, die meisten hängen natürlich an ihrem Baum, den sie auf ihrer Etage haben. Aber ja, ach, ist das schön. Ich hoffe, es wird noch lange, lange gehen. Und wer weiß, vielleicht machen wir es dann auch irgendwann mit unseren Enkelkindern. Kevin. Als du dann ist es mir mehr gekommen. Ne? Ach so. Ja, die dürfte aber dann nicht. Tobi, das ist dann halt versteinert. Mama? Ja. Wir haben hier noch so eine Taube. Ich und meine Geschwister haben eine und meine Tante. Diese Taube steht im Prinzip für Freundschaft. Und ja, solange wir diese Taube haben, wissen wir im Prinzip, dass wir uns aufeinander verlassen können, immer Freunde bleiben. Und ja, deswegen hat die auf jeden Fall ist ein besonderes Symbol. Und deswegen hat die auf jeden Fall einen besonderen Platz bei uns am Weihnachtsbaum. Ja, und das kennt man natürlich aus Kevin allein in New York. Und ja, und hier ist der kleine Kobe. Habe ich im Kindergarten gemacht. Zeig mal, wie die Kugel aussieht. Ja, super. Oh, toll, mein Schatz. Ich habe daraus geholt, aber macht man daraus abmachen. Ja. Oder kleine Punkte, kleine Wasserfarbpunkte auf dem Pinsel und dann Glitzer, dann zusammen wieder, dann schütteln. Und dann ist die Kugel so entstanden, dann, ne? Dann ist die Kugel fertig. Super. Wenn ihr wollt, könnt ihr mein Gedicht auch selber machen. Die Kugel könnt ihr auch selber machen. Boah, hast du toll gemacht, mein Schatz. Jetzt kannst du es aufhängen, ja? Mhm. Wo magst du es aufhängen? Da. Okay. Ui, toll. Super. Einen Daumen hoch. Jawohl. Ich könnte es auch selber machen. Ja, und der Stern wird immer aufgesetzt. Mein Mann nimmt immer das jüngste Kind und damit wird der Stern immer aufgesetzt. Ja, das haben wir schon immer gemacht, also natürlich seit der Jamie da ist und ja, und hier ist der ganze Baum. Ihr Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bleibt gesund und munter, wo auch immer ihr seid. Tschüss, macht's gut, bis Dienstag, eure Jessica. Thank you.